Amerika, 1861, mitten in der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Unsere Geschichte spielt an der Grenze zu Mexiko. Im ganzen Land tobt der Bürgerkrieg. Die Nordstaaten unter Präsident Abraham Lincoln kämpften gegen die von Jefferson Davis geführten Südstaaten. Im ganzen Land treibt der grausame und skrupellose Ku Klux Klan sein Unwesen und sorgt für Angst, Terror und Gewalt zwischen den Weißen, Indianern und Bewohnern dieser Gegend. Niemand weiß, wer diese Schreckensreiter sind. Durch ihre Verkleidung bleiben sie unerkannt. Die Regierung versucht, diesem Handeln entgegenzutreten und dieser Herrschaft ein Ende zu setzen und die Ganoven zu schnappen. Und so schickten sie die berühmten Texas Ranger in diese furchtbare Gegend. Die Texas Ranger waren eine Polizeibehörde, die den Auftrag hatten, für Zucht und Ordnung in dieser grausamen Gegend zu sorgen. Am Rande einer Schlucht, nicht weit, wo sich die Rocky Mountains und die Blue Ridge Mountains trennten, trafen sich die Mitglieder des Ku Klux Klans, um ihre weiteren Vorgehen zu beraten. Nehmt endlich diese verdammten Kappen ab! Wir haben zu reden! Es gibt Neuigkeiten! Ihr Idioten! Die Bewohner dieser verfluchten Stadt haben einen Goldschatz gefunden und den möchten sie gerne mit uns teilen. Echt, Boss? Ist das wahr? Das ist aber nett von denen. Du verdammter Idiot! Kapierst du eigentlich überhaupt noch etwas? Und nimm endlich diese verdammte Mütze ab, oder ich lasse dich an die Wand stellen. Und so blöd wie die Leute da sind, hat uns der Sheriff gesagt, dass die Innsmen wissen, wo sich die goldenen Nuggets verbergen. Sie sagten, der alte Häuptling der Candico-Indianer wacht über die Schatzkarte. Und die holen wir uns! Verdammt, da kommt eine Rothaut. Schnell, versteckt euch! Shalatana, Manitou, höre meine Stimme. Immer mehr Weiße dringen in unsere Jagdgründe ein. Wache über unser Volk. Stehe uns gegen diese große Übermacht bei. Dein Volk, Manitou, braucht die Unterstützung unseres Vaters. Großer Geist, bewahre mich davor, über einen Menschen zu urteilen, ehe ich nicht mindestens eine Meile in seinen Mokassins gegangen bin. Petoku ist stolz auf seinen Sohn. Schnelles Auge wird einst ein weißer, guter und gerechter Häuptling sein, wenn Manitou mich zu sich ruft. Hey Rothaut, wenn du uns nicht sofort die Schatzkarte herausrückst, mit denen wir die Goldnuggets finden können, siehst du deinen Manitou schneller als dir lieb ist. Wenn es so sein soll und es Manitous Wille ist, bin ich bereit zu sterben. Doch ohne Kampf werde ich mich nie ergeben. Diese Roten haben Ehre und Mut. Doch was bringt ihnen das, wenn sie elendig verrecken? Schnelles Auge, mir gehören, was meine letzten Worte sind. Nimm die Karte des heiligen Schatzes und pass gut drauf auf. Es ist die Legende unserer Ahnen. Diese Hunde schrecken vor nichts zurück.
Manitou ruft mich zu sich in die ewigen Jagdgründe. Bestrafe die Mörder, doch behalte einen kühlen Kopf und handle nicht falsch. Tu das Richtige. Als neuer Häuptling trägst du große Verantwortung. Doch ich weiß, du kannst das schaffen. Vater, du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde unser Volk in gute Zukunft führen. Vertraue mir, Vater. Und ich werde deinen Tod rächen. Ich habe gesprochen. Hau. In der Zwischenzeit kam Mr. Hang, der Held unserer Geschichte, dazu. Er war einer der berühmten Texas Ranger. Hinter diesen Männern sind wir auch her. Ich werde höchstpersönlich dafür sorgen, dass diese Halunken an den Galgen kommen. Wir sind die Texas Ranger. Häuptling, lasst uns nicht den Frieden brechen. Diese Männer haben eine dunkle Seele. Nicht alle Weißen sind so. Der Frieden ist gebrochen. Die Weißen sprechen zwar gute Worte, halten sie aber nicht. Die Weißen haben zwar viel versprochen, doch nur eines haben sie gehalten. Unser Volk zu töten, die Büffel zu stehlen und unser Land zu rauben. Ich, schnelles Auge, werde den Tod meines Vaters rächen. Und jeder, der weiterhin an das Gute und die Unschuld des weißen Mannes glaubt, ist blind. Alle Weißen sollen vom Grund der Mutter Erde gewirbelt werden. Hau! Männer, wir müssen diesem Treiben ein Ende setzen. Unendliche Morde und eine Spur aus Blut und Tod hat dieser Ku Klux Klan bereits hinterlassen. Es wird Zeit, dass diese düstere Zeit vorbei ist. Möge Gott mit uns sein. Los, folgt mir! Auch im Nachbarland der Vereinigten Staaten, in Mexiko, setzte sich ein schwarzer Schleier der Angst und des Todes über das gesamte Land. Mexikos Präsident Benito Juárez und der Kaiser Maximilian wurden sich in den Wirren des Bürgerkriegs nie einig. Und genau aus diesem Grund wollten sie nie Seite an Seite kämpfen. Nicht weit von der mexikanischen Grenze lag das kleine Städtchen Canyon City. Die Stadt hatte im Goldrausch eine riesige Goldader entdeckt, doch das lockte Banditen, Desperados und fiese Geschäftemacher in diese Gegend. Auch die schwarzen Todesreiter des Ku Klux Klan hatten davon gehört. Verdammt! Jetzt treibt der Ku Klux Klan auch hier sein Unwesen. Zum Glück konnten wir erstmal noch Schlimmeres verhindern. Doch weitere Angriffe des Clans können wir wohl kaum abwehren. Wir brauchen dringend Verstärkung. Gordon, schick ein Telegramm an den Präsidenten. Er soll uns weitere Hilfe schicken. Und das alles nur wegen diesem verdammten Gold. Hätten wir es doch bloß nie gefunden. Das Gold, es bringt nur Unglück über uns alle. Ja, das Gold bringt viel Leid. Aber wir müssen damit jetzt leben und das Beste daraus machen. Ich bringe euch beunruhigende Nachrichten. Der Ku Klux Klan hat den Häuptling der Candico-Indianer getötet. Der Hass seines Sohnes könnte sich auch gegen euch richten. Ah, eine Antwort des Präsidenten. Ihr müsst sofort die Stadt verlassen. Anordnung vom Präsidenten. Los, packt eure Sachen. In einer Stunde brechen wir auf. Richtung Osten. Der Häuptling der Candico war tot. Der Sohn, schnelles Auge, war nun der Häuptling dieses stolzen Stammes. Schnelles Auge grüßt seine Brüder.
Sein Herz ist voller Trauer. Die feigen Bleichgesichter mit den Kapuzen vor den Augen haben unseren großen Häuptling getötet. Bringt ihn zu unseren Vorfahren. Krieger, hört, was euch der neue Häuptling zu sagen hat. Wollen wir uns weiter so behandeln lassen? Wollen wir weiter unser Leben lassen? Sollen noch mehr Krieger, Frauen und Kinder sterben? Nein, das Kriegsbeil hat zu lange im Schoß der Mutter Erde geruht. Es ist Zeit, uns zurückzuholen, was uns genommen wurde. Wir greifen die Stadt der Bleichgesichter an. Möge der große Geist uns helfen. Los, wir reiten. Sonntahey! Jetzt holen wir uns diese geheime Schatzkarte, die uns den Weg zum Gold zeigt. Und dann ist der Reichtum unser. Los, vorwärts! Weißer Hund, nimm deine dreckigen Hände von Chinalena. Oder mein Tomahawk wird dir den Schädel spalten. Rück die Schatzkarte raus, oder sie stirbt. Überlege es dir gut, Häuptling. Dein Vater wartet bestimmt schon auf dich da oben, oder er da unten. Schade, hab dich wohl knapp verfehlt. Aber merk dir eins, noch so eine Aktion und es wird deine letzte sein. So, dann wollen wir mal sehen, wo das kleine süße Kärtchen versteckt ist. Oh, da ist es ja. Vielen Dank. Und jetzt weiter, Männer. Die Banditen zogen ab und die Texas Ranger kamen ins Lager. Die schwarzen Masken haben uns überfallen. Viele Kinder und Frauen wurden getötet. Sie haben die Karte, die zum gelben Metall führt, geraubt. Verdammt, wie schrecklich. Das tut mir leid. Diese verdammten Kuckluckser. Denen passt es nicht, dass die Nordstaaten die Sklaven befreien wollen. Und da sie das auf alle Fälle verhindern wollen, terrorisieren diese Halunken die ganze Gegend hier. Auch wir wurden überfallen. Wir wollten eigentlich Schutz bei euch suchen. Das könnt ihr, als Gefangene unseres Volkes. Ihr werdet alle sterben. Chalikata. Bringt sie ins Pueblo. Der Ku Klux Klan hatte das erreicht, was er wollte. Er schürte den Hass zwischen Roten und Weißen. Die Gier nach dem gelben Metall brachte einen Menschen dazu, wie eine Bestie zu werden. Das gelbe Metall der Sonne brachte Unglück. Der Ku Klux Klan ritt inzwischen durch die Eastwood-Prärie. Das ist die Schatzkarte. Und hier steht, wir müssen nach Mexiko. Nichts leichter als das. Hier steht auch, dass wir eins von drei Rätseln schon gelöst haben. Für das zweite müssen wir durch das Tal der Schlangen. Das dritte wird uns am Ort des Goldes erwarten. Durch den Ritt, durch das Tal der Schlangen, ist also äußerste Vorsicht geboten, Männer. Los, reiten wir. Hilfe! Hilfe! Ich brenne! Tut doch was! Nein, dafür ist jetzt keine Zeit. Du kannst doch froh sein, dass deine Familie die Beerdigungskosten nicht übernehmen muss. Los, weiter, Männer. Wir haben es fast geschafft.
Die Texas Ranger und die Siedler der Stadt Canyon City waren im Pueblo gefangen. Mr. Hang, der Held unserer Geschichte, machte sich große Vorwürfe. Sie mussten schnell die Freiheit wieder erlangen, um sich an die Fährte des Ku Klux Klan zu heften. Diese kamen ihrem Ziel unausweichlich näher. Der Rat der Ältesten beriet über das Schicksal der Weißen. Was habe ich nur getan? Ich bin kein würdiger und guter Anführer dieser Truppe. Ich werde, sollten wir hier lebend rauskommen, meinen Posten an den Nagel hängen. Ich habe nicht nur meine Männer verraten und in Gefahr gebracht, sondern auch diese unschuldigen Siedler. Wie kann ich das nur wieder gut machen? Die Bleichgesichter mögen vor den Rat der Ältesten treten. Eine Entscheidung ist gefallen. Der Rat der Ältesten hat entschieden, dass ihr sterben werdet. Da ihr uns gut behandelt habt, bleibt euch der Marterfall erspart. Ihr dürft eines schnellen Todes sterben. Häuptling, höre mich an. Die Siedler sind unschuldig. Sie haben niemand etwas getan. Wieso? Wieso bestraft ihr die Unschuldigen? Lasst aber die wahren Verbrecher laufen. Alle Weißen sind Banditen. Es gibt keine guten Weißen. Alle haben nur das gelbe Metall im Sinn. Nein, das ist nicht so. Es gibt überall gute und böse Menschen. Ebenso bei den Roten, wie auch bei uns Weißen. Lasst uns frei und die wahren Schuldigen finden. Lasst uns unsere Arbeit machen. Wir sind von der Regierung beauftragt. Oder willst du, dass weitere unschuldige Indianer und Weiße sterben müssen? Menschen haben keine Zeit zu träumen. Sie müssen arbeiten. Doch nur der träumt, gelangt zur Weisheit. Ich kannte deinen Vater. Er war ein guter Freund von mir. Er hätte sicherlich anders gehandelt. Schweig! Ihr werdet sterben, weil es Manitus Wille ist. Haltet ein! Euer Weg ist der falsche. Folge dem Pfad der Gerechtigkeit, mein Sohn, so wie ich es dich gelehrt habe. Steht nicht an meinem Grab und weint. Ich bin nicht da. Nein, ich schlafe nicht. Ich bin einer der tausend wogenden Wellen des Sees. Ich bin das diamantene Glitzern des Schnees. Wenn ihr erwacht in der Stille am Morgen, dann bin ich für euch verborgen. Ich bin ein Vogel im Flug, leise wie ein Luftzug. Ich bin das sanfte Licht der Sterne in der Nacht. Steht nicht an meinem Grab und weint. Ich bin nicht da. Nein, ich schlafe nicht. Jonathan, hey, mein Vater hat aus den ewigen Jagdgründen zugesprochen. Ihr sollt frei sein. Die Trauer hat mich blind gemacht. Die schwarzen Masken reiten in die Gold Mount Berge. Wir müssen die Mörder stellen. Sie sollen ihrer Strafe nicht entkommen. Keine Sorge, das werden sie auch nicht. Auch wir sind daran sehr interessiert. Wir kommen mit euch und kämpfen gemeinsam auf einer Seite. Seite an Seite. So soll es geschehen. Und nun folgt mir. Es ist ein weiter Weg. Hau! Dem toten Häuptling war es aus dem Jenseits gelungen, seinem Sohn auf den richtigen Weg zu führen. Und so nahmen Schnelles Auge und Mr. Hang die Verfolgung auf. Die Siedler kehrten in ihre Stadt zurück. Nach 6 Tagen erreichte der Ku Klux Klan den Gold Mountain Berg. Ein hoher Berg und ein großer Wasserfall. Hier war einer der größten Goldminen von New Mexico. Hier endet die Schlucht. Der Berg hier muss es sein. Männer, sichert die Umgebung ab. Jetzt holen wir uns das Gold.
Und das Beste ist, diese blöden Texas Rangers stehen bei dem roten Amata-Pfahl. Da irrt ihr euch aber ganz gewaltig. Hier stehen die Texas Ranger. Ergebt euch. Ku Klux Klan, eure Taten sind vorbei. Bald baumelt ihr am Galgen. Niemals. Das dritte Rätsel wird auch gelöst werden. Doch wer kann es auflösen? Ich, weißer Mann. Du hast den wahren Schatz gefunden. Es ist die Luft, die du atmest. Es gibt kein wahres Gold. Das Leben ist der Schatz. Was? Das soll doch ein Witz sein, ihr roten Bastarde! Hier, fahrt zur Hölle! Mr. Hang wurde von Jimmy Carter, dem Gangsterboss, angeschossen. Doch Schnelles Auge feuerte mit einem Schuss zurück und tötete dadurch Jimmy Carter. Der Mörder ist gerichtet. Die weißen Männer mögen ihre schwarzen Masken mit sich nehmen. Möge der weiße Mann Mr. Hang schnell wieder gesund werden. Hau! So, eure Zeit ist um. Jetzt geht's ab ins Kittchen, vorwärts. Ab ins Knusperhäuschen. Ha. Männer, nehmt unseren Anführer mit. Hoffentlich ist es nicht zu spät für ihn. Eine Woche später. Die Texas Ranger brachten Mr. Hang in die Stadt. Er kämpfte lange mit dem Tod, doch nach ein paar Tagen hatte er den Kampf gewonnen. Der Schuss hatte sein Herz nur knapp verfehlt, doch die eiserne Kugel konnte zum Glück schnell entfernt werden. Danke, vielen herzlichen Dank. Ihr habt mir sehr geholfen und mir das Leben gerettet. Ah, ich grüße den großen Häuptling. Was ist mit dem Clan passiert? Ich grüße meinen weißen Freund. Die Herrschaft des Clans ist vorbei. Keiner muss mehr Angst haben. Ich habe den Mörder mit einem Schuss gerichtet. Die anderen wurden vor ein Gericht der Weißen gestellt. Es ist schön, dass dieses Grauen ein Ende hat. Häuptling, du hast gut und weise gehandelt. Möge Gott dich und deinen Stamm begleiten. Den größten Gegner, den man besiegen muss, ist dich selbst. Und das hast du getan. Frieden wird in die Herzen der Menschen kommen, wenn sie erkennen, dass sie eine Einheit mit dem Universum sind. Möge Manitou mit euch allen sein. Das Gute siegt gegen das Böse. Der Glaube an Gerechtigkeit, Liebe, Frieden, Gott und Hoffnung wird nie vergebens sein. Sie sind wie ein leuchtender Stern am Nachthimmel. Sie werden niemals untergehen.